Herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, ich hatte wieder eine kleine Aufnahmepause, aber ich meine mich dran zu erinnern, kommt ja wenig an, dass wir da noch was gegen machen wollten und irgendwas fehlte mir. Unter anderem jetzt auch gerade der Zug. Den holen wir uns nochmal eben ran. Beziehungsweise wollte ich das, glaube ich, jetzt doch erstmal so lassen und erstmal unten die Produktion aufbauen, dass wir die schon mal haben. Dann kann es da nämlich schon mal weitergehen. Ansonsten wurde mir gesagt, schaut ihr doch noch mal den Plan für Öl an, für Flüssigkeiten, was da noch alles kommt. Da kommt dann später noch die fortgeschrittene Ölverarbeitung. Da können wir dann aus Wasser und Öl dann raffinerieren. Das ist natürlich spannend. Wir brauchen hier überall Wasser für. Das heißt, wir müssen später tatsächlich noch Wasser da unten hinfahren. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, dass es kein Problem wird. Wir werden einfach Wasserzüge machen. Habe ich noch nie gemacht. Ist auch mal was Neues. Aber dann können wir einfach Wasser hier runterfahren. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ob wir jetzt das Öl irgendwo hinfahren oder ob wir Wasser irgendwo hinfahren, das ist im Grunde wurscht. Müssen wir dann nur ein bisschen umbauen da unten, aber das ist ja kein Problem. Ja. Das sind dann Sachen, mit denen wir locker noch zurechtkommen werden. Da bin ich mir sicher. Wäre ja auch langweilig, ne? Also ist jetzt, wie gesagt, nicht alles so super nach vorne rausgeplant. Ich habe mich jetzt nicht groß informiert, was noch für Änderungen kamen. Das hat man sicherlich gemerkt jetzt mit dem Öl, dass sich das da so gravierend geändert hatte. Ich habe mir immer mal wieder diese Factorio Friday Facts durchgelesen. Kann sein, dass das da auch mal mitstand, aber ich habe noch nicht alle durchgeguckt. Das ist ja auch schon wieder alles ein bisschen her. So. Wir haben, glaube ich, kein... Doch, Eisen haben wir noch. Kupfer war das Problem, jawohl. Dann decken wir uns mal wieder mit Kupfer ein. Der Kupferverbrauch wird jetzt eh steigen. Da werden wir sicherlich auch die Produktion noch ausbauen müssen, denn jetzt werden wir ja die blauen Pakete produzieren. Das wird ein Spaß. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Also, wir müssen natürlich erstmal ausladen. Plastik brauchten wir, glaube ich, für die, genau, für die roten Schaltkreise. Und Kunststoff, glaube ich, dann wirklich direkt für die blauen Pakete. Nicht, sondern ja, Plastik für die Schaltkreise, Schwefel für die Pakete. Ja, gut. Eins nach rechts ausladen, eins nach links ausladen. Oder beides, ja, wir laden beides nach links aus. Und das ist auch schon vorgegeben. Achso, blaue Greifarme können wir uns auch noch holen. Die müssten wir auch produzieren. Da habe ich doch mal was gebaut. Jawohl, da ist es. Zack. 50 schnelle Greifarme. Hört sich jetzt auch mal gar nicht so viel an. So. Und dann können wir jetzt hier hin. Und dann machen wir einmal ausladen. Dazu machen wir wieder Kisten. Dann machen wir direkt Eisenkisten. Ich werde dafür jetzt mit Sicherheit keine Bäume fällen. Wir brauchen 4x3 sind 12. Man könnte natürlich dann nochmal 12 Kisten machen. Aber rechne ich damit, dass wir so einen großen Output haben? Aktuell nicht. So. Dann brauchen wir aber auch noch Filterne. Die können das ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, die können nicht filtern. Okay, das heißt, wir brauchen auch noch mal 2... von denen. Beziehungsweise wir brauchen 4 von denen. 2x2. Nämlich hier. Sonst Problem. Dann haben wir nämlich hier alles durcheinander. Ups, und das wollen wir natürlich nicht. Man könnte hier auch alles rausgreifen und dann mit den Sortierdingern, also mit denen hier sortieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das ist ja auch das Schöne an dem Spiel, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. So, dass die dann auch das Richtige ausladen, wichtig ist es.
Perfekt. Dann. Ja, fügen wir es zusammen auf ein Band. Auch da kann man sich natürlich drüber streiten, aber aktuell brauchen wir nur ein Band. Das kann man später dann noch wieder ändern, wenn man das möchte. Quatsch. Y geht auch, ne? So, dann haben wir hier die schon mal zusammen. Das gleiche brauchen wir jetzt hier auch noch. Eigentlich brauchen wir den hier gar nicht. Einmal Schwefel, einmal für Kunststoff. Und dann können wir hier, machen wir das hier, in die erste Produktion für die Roten. Braucht schon ein bisschen Platz. Wir können das Ganze auch nach hier auslagern. Ja, das machen wir. Wir machen das dahin. So. Da müssen wir dann ja noch Kupfer abbauen. So, dann können wir das hier hinsetzen. Wir brauchen natürlich da unten dann auch die Kupferplatten. Dazu wäre es ganz gut, wenn wir die jetzt hier noch einmal schnell machen. Könnte jetzt noch, sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen übertrieben aus, aber ja, das ist, wird nicht von langer Dauer sein. So. Hier zwacken wir schon ab. Wir könnten hier eigentlich direkt dann auch schon, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es denn hier unten lang legen, aber das ist ja Blödsinn. Wir können ja auch direkt hier abzwacken. Blöp. Ach ja, und Eisen brauchen wir auch noch. Eisen brauchen wir auch noch. So, wir können aber auch wieder forschen. Den Stapelgreifarm machen wir schon mal. So, Eisen. Das heißt, wir müssten das jetzt hier, diesen Strang auch weiter ausbauen. Ich dachte, oh, den haben wir schon ausgebaut, aber nee, nur zum Teil. So, und wenn wir hier schon mal sind, dann holen wir uns natürlich auch wieder Fließbänder. Oh, kommt der jetzt schon mit der Produktion nicht mehr so hinterher? Wie viel von denen habe ich denn bitte noch? Das ist ja Wahnsinn. Brauche ich doch nicht. Da könnte ich hier mal so ein... da so ein bisschen was loswerden. Und hier nochmal ein bisschen was loswerden. Ja, mehr werde ich ja gerade nicht los. Teiler könnten wir auch nochmal mitnehmen. Da haben wir nur noch 10 Stück von. Perfekt. Achso, da hatte ich ja schon eine Kiste. Bin ich losgeworden. Naja, gut. Wurscht. So. Eisen. Ach, jetzt bin ich wieder zu weit gelaufen. Wenn man dann wieder nicht so genau... Was wollen die nochmal machen? So.
ab geht's. Mal wieder aufpassen, dass man hier nicht zu weit läuft, sonst mit dem Salat. Ist nicht schlimm, aber natürlich auch nicht schön. Dann müssen wir den einmal ersetzen. Zack. Und zack. Perfekt. Müssen wir. Eigentlich würde ich es lieber. Ja. Also ganz zufrieden bin ich nicht. Aber wir machen es jetzt doch so. Und dann sind wir auch hier mit dran und haben hier dann wunderbar Eisen mit am Start. So, Plastik, Kupfer, Eisen. Damit müssten wir alles haben, was wir brauchen. So. Und wir brauchen natürlich... Ja, die können wir jetzt bauen, die Solarpanels. Das ist auch schön. Die könnten wir dann auch nochmal automatisieren. Genauso wie wir Akkus noch automatisieren müssen. Dazu müssen wir aber Batterien automatisieren. Und für Batterien braucht man dann wieder Schwefelsäure, die wir erst noch herstellen und herschaffen müssen. Also der Weg zu den Solarpanels und Akkus, das ist noch ein bisschen hin. So. Und hier würde ich jetzt auch einfach mal zwei Fabriken davon bauen. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fabriken. Da könnten auch MK1-Fabriken reichen. Weil das so schnell produziert wird. Das sollte eigentlich gehen. So. Dann brauchen wir natürlich noch welche für die roten. Da nehmen wir mal die blauen Fabriken. Wir müssen eh mal gucken, wie viel wir dann brauchen. Erstmal und die roten. Genau, die roten. Hierfür, ja, Schwefel-Motoreinheiten. Die Motoreinheiten müssen wir dann auch noch runterlegen. Aber ich würde jetzt hier gerne erstmal die Produktion aufbauen. Die können wir eigentlich auch direkt hier hin klatschen. 1, 2, 3. Und dann nochmal 3. Ja, wohl. Schlecht erweiterbar. 2, 3, 4, 5, 6. So, hatte ich es da gemacht? Greifarm, Fließband, Greifarm. So. Die roten brauchen wir Kupferkabel, Kunststoffstangen. Okay, also auch Kupfer. Das heißt, wir werden das mal so machen. Eigentlich hätte ich die schon ganz gerne auf einem Band dann drauf mit dem Eisen. Das würde mir eigentlich besser gefallen. Das heißt, wir knipsen hier einmal weg. Knipsen wir da weg? Ne, wir knipsen weiter oben weg. Und eigentlich würde ich es gerne da hinsetzen, dann ist es egal, wo wir wegknipsen. Dann können wir das auch hier machen. Den erstmal irgendwie wegführen zur Seite. Und dann kann das Eisen von unten dahin kommen. Perfekt. Dann haben wir das hier auf einem drauf. Puh, gut. So, können wir jetzt hier einfach... Ja, ach, das ist so eine schöne Funktion. So eine schöne Funktion, dass wir da jetzt nicht extra hinlaufen müssen. Rechtsklick, kopieren, einfügen, einfügen. Also für einfügen muss man in einer gewissen Reichweite dastehen. Alles andere... Ist wurscht. Raus, 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 rein, rein. So. So. Gut, dann können wir hier schon mal die Produktion starten.
muss dahin. Strom, wo kriegen wir Strom her? Kann man es eigentlich von hier unten einmal holen? Na, kleinen Schritt müssen wir noch gehen. Perfekt. So, dann wird hier schon mal wunderschön produziert. Die können wir hier noch ausladen. Gehen dann nach da weg. Und Strom. So, was fehlt uns? Eisen. Wieso habe ich das Eisen? Ach, das war jetzt dumm. das war dumm. Entschuldigung für diese Dummheit. Das Eisen muss natürlich damit rein. Hier habe ich es da oben gemacht. Ah, das habe ich da oben angebracht. Ja, das ist natürlich schlau gewesen. Ach, das ist doch doof. Ach Mann, das ist... Ja, was soll man dazu sagen, ne? Da sollte man besser nichts zu sagen. Sie bestimmt hier schon die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was macht der denn da? Tickt der noch ganz richtig. Aber wir machen das mal anders. Ich habe jetzt heute mal... Heute müssen wir mal noch Experimente. Heute machen wir mal Experiment. Ah nee, das geht ja nicht. Ich dachte, wir machen dann hier hin und dann da unten durch, dass wir so... Aber das geht ja nicht. Nee, der muss schon von da oben kommen. Oder von da unten. Ja. So, dann wir müssen reinkommen. Da. So, dann kann man hier auch wunderbar erweitern. Das machen wir also nochmal wieder weg. So, und dann können wir von hier oben, hier können wir jetzt ausladen. So. Dann müssen wir das Eisen dann nur noch ranflatschen. Schwupp. Schwupp, schwupp. So. Jetzt können wir grüne Schaltkreise produzieren. Meieiei. Das war jetzt aber wieder eine schwere Geburt hier. Das war aber eine schwere Geburt. So, die haben wir. Jetzt rote. So, Kunststoff. So, müssen wir erstmal den Zug ausladen. Jetzt können wir wirklich mal anfangen, den Zug auszuladen. Dann sieht man hier auch besser, was da drauf ist. Für Zug ausladen brauchen wir natürlich wieder unseren beliebten Strom. Ach, wie schön das passt. So, Zug läuft. Stapelgreifarm ist erforscht. Oh, Kapazitätsbonus für Greifarme. Das finde ich gut, aber wir machen erstmal Beton. Wir machen Beton. Das ist ja so langsam mit dem Laufen. Wir brauchen Beton. Hilft nichts. So, hier wird fleißig ausgeladen. Das ist schön. Oh. Beim Zug ist noch eine Problematik drin, gegen die wir uns absichern müssen. Denn, angenommen, wir produzieren keinen Schwefel mehr, weil irgendein Rohstoff alle ist, dann fährt der Zug hierhin. Sieht, oh, ich habe keinen Schwefel mehr, fährt direkt zurück, ohne dass er Kunststoff auslädt. Oben wartet er, er lädt aber nichts ein. Ne? Kunststoff ist voll und Schwefel bleibt leer, weil ja nichts produziert wird. Fährt wieder runter und wieder hoch. Das heißt, wir produzieren zwar keinen Schwefel mehr, aber auch gleichzeitig keinen Kunststoff. Das heißt, er muss hier auch, wir sagen mal 45 Sekunden, mindestens 45 Sekunden stehen. Auch wenn er leer ist.
damit wir diese Möglichkeit ausschließen. Dass er auf jeden Fall auch die andere Komponente auslädt. Da können wir eine Bedingung hinzufügen. Wenn X nicht leer, dann warte 45 Sekunden. Kann man das so machen? Leeres Frachtinventar oder diese drei Sachen. Warte mal dann. Oder wenn beides leer ist. Oder wenn... Frachtgegenstand. Schwefel. Gleich 0. Und... Zeit vergangen 45 Sekunden oder Frachtgegenstand Plastik gleich 0 und Zeit vergangen. 45 Sekunden. Und. Ja. So funktioniert's. Glaube ich. Schade, dass ich jetzt gerade nicht sehen kann, wie voll der ist. So, die Zeit ist vergangen. Er bleibt aber stehen, weil der nicht leer ist, beziehungsweise der nicht leer ist. Und wartet, bis er jetzt hier ausgeladen wird. Perfekt. Krass, wie viel da drin ist. So, Schwefel ist gleich leer. Sobald das Schwefel leer ist, sollte er losfahren, obwohl er noch Kunststoff drin hat. Weil die Zeit vergangen ist. Da müssten wir jetzt gegen sämtliche Sachen, die da passieren können, müssten wir abgesichert sein. Aber das sieht man auch jetzt, 45 Sekunden sind zu wenig. Ja, 45 Sekunden sind noch zu wenig. Wir machen mal 90 Sekunden. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen probieren und den richtigen Wert finden. Ja, das hat auch keiner gesagt, dass das einfach wird, ne? Gut, das hätten wir. Dann brauchen wir jetzt Fabriken für Rote. Setzen wir mal hier hin. Gut. So, machen wir auch mal hier eins. Erstmal zwei. So. Kunststoffstangen, Kupferkabel und elektronische Schaltkreise. Das heißt, wir brauchen aber auch hier nochmal wieder am besten drei normale Fabriken. Mal zwei. Das lassen wir weg. Lassen wir erstmal die. 1, 2, 3. 1.
Eins, zwei, drei. So. Dann sollen die einmal ausladen. Die sollen ausladen. Machen wir halt wie oben. Ja, wie oben, wie unten. Aber das andere ist oben, ne? So. Und dann kommen da hin. Blöp. Blöp. Und schon sind wieder 50 benutzt. So, dann haben wir die. Und dann muss jetzt dazu, und das ist ganz gut, dass wir jetzt hier die Lücke haben. Plastik und die Grünen. Die müssen sich auf dieses Fließband treffen. Quatsch, hier läuft Kupfer lang. Hier läuft Plastik lang mit grünen Schaltkreisen. So, das heißt, die kommen am besten einmal von hier, einmal von hier. So, dann sind wir hier einmal da mit den Grünen, die aber hier natürlich sich nochmal splitten müssen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das dann noch weiter unten hätten. Dann können wir nämlich hier nochmal einen Teiler hinmachen. Ich hoffe, das bleibt dann so richtig, beides auf der gleichen Seite. Das wäre gut. Wir werden es erleben. Ich habe schon wieder keine Fließbänder mehr. Oh Mann, keine Fließbänder, keine blauen Greifarme. Wo kommen wir denn da hin? Die Kupferproduktion läuft noch, aber gut, ist ja noch nicht so ganz ausgelastet. Da war Holz noch mit drauf. Okay, ich war gerade am Wunder, hab mich gerade so ein bisschen gewundert. So, die Frage, ob die überhaupt Holz nehmen, ne? Weil wenn da Kohle drin ist, dann werden sie natürlich immer Kohle nachliefern. Wobei, das geht hier schon weiter. Weil das Holz hier langsam draufkommt. Na gut, irgendwann ist es vielleicht voll mit Holz. Nee, weil es immer auf der gleichen Seite liegt. Links kriegt jetzt nur noch Holz. Wenn das hier alle ist, diese Weiden werden nur noch mit Holz befeuert. Muss dann gucken, wenn das Holz dann irgendwann aufgebraucht ist, dass wir dann wieder Kohle kriegen. Aber ansonsten werden sie hier immer nur die Kohle wegfuttern. Außer die Kohle reicht irgendwann nicht. Was man hier immer so alles achten muss. So, was wollte ich? Fließbänder und... Ja, also ich fürchte, wir kriegen das diese Folge noch gar nicht fertig. Ich decke mich hier nochmal eben ein und dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Also da steht dann auf dem Plan... Können wir nochmal mitnehmen. Also nächste Folge steht auf dem Plan. Die roten und dann die blauen Forschungspakete. Also die roten Schaltkreise und die blauen Forschungspakete. Das wäre cool, wenn wir das in der nächsten Folge schaffen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.